Und weiter geht es in der dritten Strecke uns US-Rennen. Wir führen mit 20 Punkten. Chicago, souverän. Und ja, und unser Lieblings, in Anführungsstrichen, Nationalpark Strecke dann gerade so noch geschafft, bevor unser lieber Herr Taxifahrer, der Bolt, ankam. Jetzt geht's auf jeden Fall zu den reichen Türen nach Los Angeles. Vollkommen hier unten Status sehen, wir haben einen kleinen Schaden wieder, den wir zwar reparieren können, aber machen wir nicht. Wir haben 27.950, das heißt, ja, im Prinzip, selbst wenn wir einen Schaden verursachen würden beim nächsten Mal, könnten wir definitiv tunen, weil wir 10.000 dann auf jeden Fall bekommen würden. Und dann können wir auch nochmal sehen hier, wir würden dann in der Höchstgeschwindigkeit, Fahrverhalten und Robustheit auf jeden Fall noch einen dazu bekommen und dann hätten wir unseren Endstatus von Auto erreicht. Und jetzt hier nochmal die Information zu unserer nächsten Strecke, nämlich L.A. Los Angeles. Also auf geht's. In L.A. scheint immer die Sonne. Ihr macht die Studiotour und seht den Walk of Fame. Ob ihr da eines Tages meinen Namen entdecken werdet? Fahrt am Rodeo Drive entlang und schaut euch an, wie die Typen am Strand ihre Gewichte stemmen. Griffith Park ist der beste Platz, den Blick über die Stadt zu genießen. Alles ist cool und irgendwie geht alles, denn das ist L.A. und hier ist nichts wirklich echt. Ja, und dann schauen wir mal, wie es wird. Los Angeles, teils hügelig, teils in der Stadt. 2,7 Meilen, 12.30 Uhr fahren wir los. Überwiegend klar, 26 Grad, Uhr 78 Fahreinheit, Hauptstraßen und betonierte Kanäle. Die haben wir ja beim City Rennen damals auch schon kennengelernt. Diese Kanäle, die am Ende der Strecke sind. Und ja, dann wollen wir es mal kranken lassen in der super reichen Schickimicki-Stadt Hollywood oder Los Angeles genannt. Also, auf geht es. Go! L.A., wir kommen. Oh! Das Anchor Radio KLIP 100. Schon wieder ein Bug da vorne. Also, Oh. Was ist das denn? Hä? Was ist denn hier? Okay. Ha. Wir haben einen Bug ausgetrickst. Aber irgendwie sind die Autos verbannt. Das ist auch ein Problem. Ja, wir können fahren. So, hier der Hollywood-Schiff. Naja, wir machen Hollywood platt. Hollywood-Studios. Vorsicht vor der Kugel. Rollschiff ausgewichen. Oh, das war aber auf jeden Fall sehr gut. Und weiter geht's. Wir werden ja gleich gewahr, ob der Bug jetzt gut ist. Also, gut wäre es. Das für uns zwar nicht, aber. Das wäre natürlich auf zu den Bedingungen. Und da. Ja, was ich auch vergessen hatte in L.A. wird ja auch meine persönliche Lieblingsmusik in dem Spiel abgespielt, was ja in Las Vegas der Fall ist. Man hört sie jetzt hier. Das habe ich total vergessen beim ersten Mal. Aber ist ja nicht so schlimm. Zack. Wir haben ja jetzt schon fast 30.000. Ja, und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, weil da kann man ein bisschen langsam reinfahren. So, jetzt schauen wir mal, ist der Bug behoben? Ja, scheinbar behoben, die anderen sind weg.
Ja, das ist eben auch so der Nachteil von einem Spiel, das nicht 100% schmackfrei ist. Dass da immer mal wieder Probleme auftauchen. Aber man kann es komischerweise auf jeden Fall. Oh, was war das denn? Aber man kann es immerhin aufnehmen mit Windows 7. Man muss nicht wie Hugo extra Windows XP auf einem virtuellen Laufwerk installieren lassen. Schon ein bisschen besser geworden sind, aber trotzdem finde ich noch, dass die einfach nicht ausgereicht sind. Boah. Das hier finde ich auch mal sehr schön, dieses Stück hier. Mit den Hallen. Sieht auch mal sehr schön aus. Oh, da war ja auch noch was. Anchor Radio KLIP 100 FM. Das ist gleich auf die betonierten Kanäle wieder. Ja, ich wollte eigentlich nur so viele Leute wie möglich auf den Santa Monica Pier einladen. Wir drehen heute Abend nämlich auf einen neuen Film und brauchen noch jede Menge Partyliebe. 150 können wir fahren. Da ist eigentlich wenig, wenn man bedenkt, dass man auf der Hand ist. Aber ist ja MPH. Ich weiß noch, was MPH überhaupt bedeutet. Das ist mehr oder weniger als K. Und jetzt eben gleich schön langsam. Wir haben Zeit, nicht für das Geld, sondern keinen Schaden zu bekommen. Und zack. So einfach geht es und damit hätten wir es. Ich bin der größte Raser aller Zeiten. Und damit haben wir es. Oh, und schon wieder das gleiche Bild wie im letzten Rennen. Tony the Bald Shallon, unser Taxfahrer, wieder auf den zweiten. Und unsere Dame, Polly, auf Platz 3. Also Respekt an die Dame auf jeden Fall. Das ist natürlich schon ziemlich gemeint als einzige Dame in dieser Runde. 6 Leute und nur eine Dame ist schon ein bisschen gemeint. Aber da kann man schon mal sagen, Hut ab, dass man da gegen 5 Männer auf dem 3. Platz. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ja, und der Taxifahrer, ich weiß auch nicht, ist auf jeden Fall leidenschaftlicher Boxer, wie man wohl sehen kann. Ja, und auf jeden Fall, das heißt, beim nächsten Mal auftunen das Auto. Und ja, die nächste Strecke, wie man jetzt hier gerade sehen kann, herzlichen Glückwunsch, du hast New Orleans freigeschaltet. Das wird dann die nächste Strecke für uns sein, New Orleans. Ja, das ist auf jeden Fall eine Strecke, das ist jetzt von allen Strecken, wo man sagen kann, das ist die interessanteste Strecke. Aber das bedeutet nicht, dass sie die leichteste ist. Sie ist eher eine der schwierigen. Aber das werdet ihr dann im nächsten Part gewahr, wenn es dann nach New Orleans geht. Also, bis zum nächsten Mal zum USA Racer. Ciao.